Jamie. Hallo. Oh nein, du spielst APB. Die Fresse. Gestern, ne? Alter, ist ernsthaft? Oh, der war schön. Der hat richtig tief gesessen. Der war richtig einfach, weich und angenehm. Und ja. Den Scheiß mal aus, Alter. Die Fresse, Alter. Boah, ey. Ey? Jo? Kannst du mal Scheiß ausmachen? Gott, diese Musik. Ja. Mein Team ist so schlecht mal wieder. Ja.
Und kann das Ding vielleicht gerade noch so gewinnen, weil ich so gut bin. Ach so. Vielleicht, es geht um Kills. Weil du so gut bist, ja. Ja, es geht um Kills. Ich bin der Einzige mit übelst guten Stats. Die anderen haben übelst schlechte Stats. Ich komme so verarscht. Ja, ja und? Ist es wieder? Das ist jetzt hier, Sorgen? Nein! Okay, dann nicht. Können wir was anderes zocken, ja, aber keiner für mich, ja. Ich zapp grad. Musik stört dich ja nicht, ne? Warum sollte mich Musik stören? Ha? Wenn es nicht zu laut wird? So? Warte, ich mute mich kurz.
für ein Cheater? Wie heißt denn der? Iremati, okay. Und Trainee kann man. Aber schon alle Upgrades drin. Und Pistols. Was? Ein Spieler namens Iremati ist am Hacken. In Training-Klamotten und pistelt alle. Nur mit der Pistole. Hat schon 5 Sterne und keiner kriegt den Tod. Und was? Richtig geil. Und wir haben den als Gegner. Oh, ich liebe das Spiel. Oh, viel Spaß. Ja, hab ich. Das sind die richtigen Hacks. Gleich auf die Fresse. Am Hacken, sage ich. Ach so. Er killt sie alle, Alter. Und welche Waffe hat er? Rate mal, welche Main-Waffe er hat als Cheater. Rate mal. Es ist nicht die Shaw. Welche Main-Waffe nimmt jeder Cheater? Erzähl mal. Attack. Nee. Joker. Hä? Joker. Oh, ja, gut. Ja, der ist so auffällig am Cheaten, Mann. Aha! Lol, ich wollte ihn gerade anschreiben, da steht, er ignoriert mich. Hat wahrscheinlich so ein Hack, dass er automatisch alle ignoriert, ihn anschreiben. Mach ein Screenshot! Ja, ich recorde das die ganze Zeit. Ach so. Aber ist schon krass auffällig, der Typ. Richtig krass auffällig, Alter. Er trifft jeden Schuss aus den übelsten Winkeln und keiner kriegt ihn down, gar keiner. Wir rennen zu dritt auf den drauf, alle drei tot. Echt? Ja, und das kriegst du mit der Joker nicht hin. Never. Nee, nicht wenn ihr zu dritt wirklich zusammen wart. Ja, wir waren zusammen auf den drauf und sterben alle drei. Keine Chance. Das Game ist so schlecht geworden, Alter. Die waren einfach nicht die Hacker. Ne, gar nichts machen, gar nichts. Die machen gar nichts. Wenn die Hacker bannen würden, dann wären da nur noch halb so viele Leute drauf. Ja, und? Warum sollten sie das machen? Und nur weil sie ja kein Geld verdienen, die Wichser, ey. Nein, kriegen ja dann keinen Cent mehr rein. Die Hacker zahlen doch schön. Die Hacker sind ja die auch für die Hacks bezahlen. Die bezahlen ja dann auch fürs Game, ist doch normal. Oh. Ist er schon einmal down gegangen? Nein. Wie viele Kills? 7 oder 8? Oh, ich habe gestorben! Nee. Oh. Krieg das mal mit der Joker hin, wenn drei Leute auf zu drauf sind. Das geht nicht! Ja, eben. Thank you.
lächerlich, Mann. Ey, wie schnell der auch schießt mit der Schau. Bam, 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 bam. Der hat wieder alle drei gekillt von uns. Alle drei, Jamie. Alle drei. Ich dachte, er hackt. Mann, ich hab grad keine Lust, Jamie. Ich dachte, er hackt. Ach, die runnen, die Hacker, die runnen. Ey, ja, natürlich. Es ist nur der Hacker, der mich kriegt. Nur der Hacker. Es ist nur der verfickte Hacker. Sonst kriegt mich keiner. Es ist immer nur der Hacker. Es ist so auffällig, Mann. Was soll ich machen? Ich fahre jetzt weg mit dem Item. Und mein Team kriegt sowieso nichts auf Kette, Alter. Die haben 3-6-1-6. Ja. Was macht das keinen Spaß so? Was soll der Scheiß? Geh doch raus! Darf ich anders machen? Ey, keine Chance, ich geh raus. Ich hab genug. Will mich verarschen?
Egal, wir haben gegen den Cheater gewonnen. Einfach weggefahren. Berlin war am Ende AFK, also war es ein 2 gegen 2. Oh, der eine ist Silber geworden. Aber der Hacker natürlich nicht, wieder noch. Und nun? Hä? Und nun? Gehst du raus? Ja, und dann? Zocken wir was anderes! Oh Gott, du bist total heiser. Was sollen wir denn zocken, du heiser Boy? Lass mich, ich war gestern viel heiserer. Also, sag mal, hast du mich versucht anzurufen zweimal? Ja. Heute hat mich versucht unbekannt anzurufen. Ich war voll in der Depri-Phase, Mann. Also. Die freie Entscheidung. Hey, sag mal. So geht das aber nicht. Hallo! Oh, ich mach jetzt mal die Kamera an, weil du. Echt. Wie rufst du da an? In Ona, boah, siehst du hässlich aus. Heute siehst du richtig hässlich aus, Alter. Echt? Ja. Und jetzt? Ja, jetzt sieht schon besser aus. Ich darf das Haare ausmachen, ne? Hä? Oh, das ja. Haare ausmachen. Haare machen übelst viel aus. Du bist ohne Haare übelst hässlich, aber mit Haare geht's klar. Das habe ich dir, glaube ich, schon mal gesagt früher. Ja, irgendwann habe ich dir das schon mal gesagt. Alter, was siehst du das? Ja. Schwuchtel. Das ist richtig jetzt. Und Füße waschen, das hätte also jetzt nicht. Lockerungsübungen. Man plaudert über die Bibel wie über einen aktuellen Seller. Alles ganz ungezwungen. Aber die eisernen Regeln sind allzeit präsent. Was etwa wäre, wenn ein Paar, das in wilder Ehe lebt, um Aufnahme in Pfarrer Hieblers Gemeinde bäte? Wenn es ein junges Paar ist, die sagen, also wir wollen wie ein Ehepaar zusammenleben, verzichten aber auf den Trauschein, dann würde ich erstmal das Gespräch suchen. Was sind eure Beweggründe? Und versuchen, sie für einen Wert, für den wir auch stehen, nämlich ein Zusammenleben mit Trauschein zu gewinnen. Wenn sie ihnen jetzt nicht folgen würden? Dann hat das unter Umständen die Konsequenz, dass wir sagen, ihr seid herzlich willkommen. Also wir grenzen niemanden aus, aber eine verbindliche Gemeindemitgliedschaft ist im Moment dann nicht möglich. Der Herr wird durchs Feuer richten. Tief sitzt unter Evangelikalen die Angst vor Sodom und Gomorra. Das ist vielleicht noch nicht fundamentalistisch, aber befremdlich scheint der gebannte Blick ins Schlafzimmer schon. Die sexuelle Inquisition im Namen der Heiligen Schrift. Als ob die Welt dem Herrgott keine anderen Sorgen bereite. Eine verblüffende Erkenntnis aus der Redaktion von IDEA. Hannes! Ich möchte auch einen Blick auf die ganzen sexuellen Geschichten sagen, dass ich kenne besonders im evangelikalen Lager einen derartigen Blick bekommen hat, aus verschiedenen Gründen, der gar nicht biblisch angemessen ist. In der Bibel ist, wir es mal klar sagen, Ehebruch auf einer Stufe mit Geiz und Alkoholismus. Paulus stellt das alles in einer Reihe. Wo aber wird in unseren Gemeinden, auch in evangelikalen Gemeinden, derart balanciert gegen Geiz gepredigt? Ich habe richtig Schleimhusten, ne? Ja, ja, also, das ist dicht. Also, da heißt es richtig. Die Macht. Ich werde noch richtig krank werden. Das sage ich nicht. Nach Geld eine viel größere Rolle als sexuelle Sünden. Verkehrte Welt.
Der evangelikale Chefredakteur scheint am Ende gar liberaler als der Das ist eine traurige Geschichte. Im Oktober 2005 wurde Dresdens Frauenkirche feierlich wieder geweiht und Pfarrer Fritz hielt eine fast schon weitsichtige Predigt. Ich sah einen neuen Himmel und eine neue Erde. Denn der erste Himmel und die erste Erde sind vergangen. Das Meer ist nicht mehr. Stefan Fritz, der sich heute nicht mehr äußern mag, war eine Galionsfigur. Der erste Pfarrer an einer Kirche, die 60 Jahre Ruine war. Ein guter Hirte, ein aufrechter Kämpfer. Doch dann zerbrach seine Ehe. Pfarrer Fritz musste fort. Ein Gottesmann, der in Scheidung lebt, wird in Sachsen umgehend versetzt. Es gibt in der sächsischen Landeskirche die Regel, dass die Pfarrer und auch die Pfarrerin, wenn ihre Ehe zerbricht, eine andere Stelle antreten, also die Stelle wechseln. Und an dieser Regel halten wir fest. Wir finden, sie ist gut begründet. Für uns ist im christlichen Verständnis die Ehe nichts, was auf Abschnitte angelegt ist, sondern sie wird auf Dauer geschlossen. Und das ist etwas, was die Pfarrer auch den Gemeindegliedern vermitteln. Wenn es bei ihnen selber nicht gelingt, sollte das eben nicht ohne Konsequenzen bleiben. Hardliner, rigide Kirchenführer, lernen wir, gibt es nicht nur unter den gelegentlich als altmodisch verlachten Evangelikalen. Auch die Landeskirchen haben ihre Prinzipienreiter. Groß und erfolglos waren die Proteste gegen die Zwangsversetzung in Dresden. Unter den Wortführern der Schauspielintendant. Ich halte das eigentlich für eine ganz schlimme Sache, weil die Kirche sich einmal privat einzubringen. Ich denke, das, was zwischen Mann und Frau stattfindet, geht nur die beiden etwas an. Pfarrer Fritz aber wird so schnell keine Gemeinde mehr betreuen. Jetzt ist er Kirchenbeauftragter für Fernsehgottesdienste. In Dresden wird er bis heute schmerzlich vermisst. Hätte die Kirche nicht anders verfahren können? Ich kann dazu nur sagen, jeder sollte morgens... Hast du es selber zurückgeschrieben? Ich schreibe niemals zurück, noch nie. Ich schreibe mir seit zwei Jahren, ich habe ein oder zweimal zurückgeschrieben. Man sollte sehr vorsichtig sein im Richten anderer, bei denen es nicht geht. Da dürfte sich so manches Mitglied der sächsischen Landeskirche nach der Milde des evangelikalen Journalisten. Du hast sicher an der Backe. Wenn du wüsstest, wie die aussieht, Mann. Das wäre geil, weißt du? Dass in der Öffentlichkeit eine solche Konsequenz schwer zu vermitteln ist. Wir leben hier in Sachsen in einer Situation, wo immer weniger Ehen geschlossen werden, wo viele Ehen zerbrechen. Um eine Zahl zu nennen, 55% der Kinder in Sachsen werden unehelich geboren. Und insofern war uns schon klar, dass das nicht leicht zu vermitteln sein wird. Das war es auch nicht. Wir wünschen uns alle einen guten Appetit. Erst recht, seit Hannovers Bischöfin Margot Käßmann ihre bevorstehende Scheidung öffentlich kundtat. Das Medienecho reichte bis in die bunten Blätter. Das Wort Tragödie. Die Trennung im Hause der Bischöfe blieb ohne dienstrechtliche Konsequenzen, was freilich nicht nur an der rundum Käßmann freundlichen Medienbegleitung lag, sondern an einer unterschiedlichen Praxis in den Landeskirchen. Was in Sachsen oder Württemberg abgestraft wird, bleibt in Hannover folgenlos. Warum sich die evangelische Kirche in Deutschland nicht auf eine einheitliche Sicht mag begreifen, wer will. Was? Fest steht. Ich zeig dir mal jetzt ein Lied, was dich richtig wegfetzt. Okay, warte, vor Robby ein. Ja, das kannst du dabei hören. Hörst du? Ja, ja. Schick mir lieber ein Link. Oh, my God.
Akkord kennt doch jeder. Na, nicht jeder, aber nur coole Leute kennen Akkord. Echt? Ja. Ja, echt jetzt? Akkord geht, ist. Das Lied geht ziemlich ab irgendwie. Vor allem der Bass ist krass dabei. Ja. Jetzt wird ja echt Akkord ausgesprochen, ne? Nicht Aerochord. Ja. Der Aerochord. Akkorde. Akkord. Das Lied geht richtig ab, ey. Aber das hier. Der Bass, der ist so. Das hier ist geil. Langweilig. Ist das? Ja, warte. Das Problem ist, deine Musik ist heute allgemein, ja. Schade, schade, ich dachte, jetzt geht's so weiter, wie die Stelle hier. Hey, mach aus! So geil. Drauf. Naja, ne? Bisschen dasselbe immer, ne? Hast du dich gemutet oder was? Ja, ja. Trap and Bass? Ich hab heute ein Date mit zwei 15-Jährigen oder mit einer 15-Jährigen.